I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call it quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Geil, ey. Geil, ey. Das ist richtig geil. Ich muss es mal kurz noch wirken lassen auf mich, ey. Warum haben wir sofort nur noch so? Wenn so schönes Wetter ist, fahren wir hierher. Richtig, richtig geil. So, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unseren YouTube-Kanal gefunden habt. Wir versuchen hier und da jetzt mal so ein kleines bisschen eine neue Videoreihe zu starten. Und zwar, sonst haben wir immer Sachen eingebaut, Autos verändert, euch alles ausführlich gezeigt. Und ich bin aber der Meinung und wir sind der Meinung, dass wir das alles ein bisschen kürzer halten wollen, euch aber trotzdem nichts vorab nehmen wollen, dann euch das lieber im Nachgang jetzt zeigen, wenn das Auto fertig ist und euch dann halt einfach nur darauf hinweisen, hier und da, wenn ihr sowas machen solltet, müsst ihr darauf achten oder so und so haben wir es verbaut und ja, dass die Videos nicht mehr so entlang werden oder wir wichtige Infos weglassen müssen, haben wir das dann halt im Nachgang, wo man sagt, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und uns kostet es nicht so viel Zeit. Ihr müsst nicht so ewig vor so ein YouTube-Video hängen, weil es da wirklich viele YouTuber gibt. Und wir schauen mal, was daraus wird. Ja. So, heute speziell geht es um einen Seat Leon 5F Cupra 300, nennt sich das. Also Cupra ist so ein Sondermodell. Da gab es hier verschiedene Ausbaustufen mit den Leistungsstufen. Und wir haben zum ersten Mal ein Kreins Luftfahrwerk verbaut mit einer Kreins Steuerung. Anfangs war ich wirklich ein bisschen skeptisch, weil Preis-Leistung, dachte ich mir so, naja, mal schauen, wie sich das verhält, weil es doch die günstigere Variante ist in Bezug auf die anderen Luftfahrwerkhersteller, die es da so gibt, die wir so kennen, KW, StreetTech, Airlift, Air Force, was es alles so gibt. Und aber jetzt im Nachgang kann ich mal vorwegnehmen, Preis-Leistung ist sowas von hardcore mega geil. Das ist ein richtig schönes Wort, dass ich jetzt wirklich versuche, den Leuten auch, die zu mir kommen und sagen, sie wollen ein Fahrwerk haben, dass ich dir zu diesen Kreins Fahrwerken empfehle, weil es ist im Endeffekt ein Airlift-Fahrwerk. Vielleicht wollen es jetzt auch viele nicht wahrhaben, aber es ist aufgebaut wie ein Airlift-Fahrwerk und selbst die Steuerung funktioniert fast wie ein Airlift-Fahrwerk und es ist eigentlich alles richtig cool. Okay. Ja, verbaut haben wir 8,5J x 20 MB-Design-Felgen mit, lass mich lügen, mit einem 235, 35, 20. Und 30, 20. 30, 20. Habe ich vorhin gelesen. Ja, 235, 30, 20. Du hast recht, ich habe mich jetzt gerade versprochen. Ja, im Auspuff ist noch ein bisschen was gemacht. Wir haben eine HJS Downpipe und eine Huracan Abgasanlage, die V3. Mit einer Klappensteuerung, die richtig saftig klingt. Ansonsten gehen wir auf das Luftfahrwerk jetzt ein bisschen ein. Original waren ein paar Gewindefedern verbaut, wo das Fahrzeug auch schon echt gut dastande. Kunde hat jetzt aber das Auto zu uns gebracht und möchte das Auto auf 0 bar fahrbar haben und möchte alles ordentlich und so gut wie es geht verbaut haben. Wer uns kennt oder wer schon ein paar Sachen von uns verfolgt hat, was Sachen Luftfahrwerk angeht, wir verbauen es immer so, dass wir nirgendwo an einem Auto was anbohren, schrauben oder irgendwelche Halter brechen oder so einen Spaß. Ist am Auto wirklich alles so verbaut, dass man es 1:1 wieder zurückrüsten kann und das Auto kann in die Vertragswerkstatt von mir aus, wenn es ein Leasing-Auto ist, zurück und man hat dann keine Probleme. Hier war das große Problem, dass das Auto eine DCC-Dämpferregelung hat, wo man an der Hinterachse einen Höhensensor hat für das Xenon, was sich auch mit in das Fahrwerk einbezieht. Und vorne haben wir auch noch zwei Höhensensoren an den Achsen jeweils gehabt. Und das Luftfahrwerk von Kreins ist auch mit separaten Höhensensoren an jeder einzelnen Achse. Und da gab es ja die Probleme, dass da nicht viel Platz war, um die Sensoren zu verbauen. Und das Problem weiterhin war, dass das Auto auf 0 bar fahrbar sein muss. Also wir müssen nicht einen vollen Lenkwinkel machen in Deutschland, wir müssen in diesen 25 Meter Radius fahren. Oder 27 Meter Radius, da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, das ist immer ein bisschen unterschiedlich.
Aber auf jeden Fall müssen wir nicht einen vollen Lenkeinschlag bringen, weil der Höhensensor vorne ist jetzt so verbaut, dass zum Beispiel bei 0 Bar kein voller Lenkeinschlag geht, weil dann die Spurstange gegen den Höhensensor schlägt. Aber andersweitig ist es wirklich nicht machbar. Ich habe so lange überlegt und gebaut und gemacht, aber es ist nicht anders möglich. Das ist so jetzt hinnehmbar und kriegen wir auch so eingetragen. Dann des Weiteren haben wir am Unterboden die Leitung mit, habe ich neue Halter bestellt, die man mit so Tape, doppelseitigen Klebeband an der Karosserie festmachen kann. Und drunter ist eh alles Unterboden verkleidet. Da war das alles recht schön dann versteckt und hält auch ordentlich. Wir haben das alles sauber ein bisschen angeprimert und dann die Halter dran gemacht und natürlich alles ordentlich am Unterboden verlegt. Ja, Hinterachse hatten wir auch das Problem, dass wenn ich an die eigentlichen Knochen dran konnte oder den eigentlichen Lenker dran konnten, wo der Höhensensor dran ist, weil da war durch die Abgasanlage bedingt kein Platz, weil wir eine Duplex-Anlage verbaut haben. Und dann mussten wir auch an die Lenker weiter vorne gehen, haben uns da noch separate Halter gebaut, die halt drum klemmen um die Höhensensoren. Und ja, dann hatte ich ein bisschen Schiss, als ich das erste Mal die ganze Sache gestartet habe, die Höhensensor anpassen wollte, dass vielleicht irgendeine Länge nicht reicht, weil wir doch nicht so viel Hub in dem einen Lenker hinten haben. Aber die sind so, diese Höhensensoren sind so sensibel, dass es wirklich auf dem Punkt beim ersten Mal funktioniert hat, die Einstellung, dass die Steuerung genau wusste, wo der Lenker steht. Und ja, auch riesengroße, geile Nummer, finde ich. Die Steuerung, man hat richtig viele Einstellmöglichkeiten, alles ist auf Deutsch. Man kann einstellen, Zündung aus, was soll das Auto machen, soll Stufe 1, 2, 3, 4, drei Stufen haben oder Stufe 1, 2, 3 fahren oder auf 0 Bar oder soll gar nichts machen. Dann, was soll das Auto machen, wenn ich die Zündung anmache oder wenn ich das Auto starte, soll es in Stufe 1, 2 oder 3 gehen oder soll gar nichts machen. Das finde ich ganz cool. Da haben wir noch diverse andere Einstellmöglichkeiten bei der Steuerung, das finde ich echt gut. Und was ich auch richtig cool finde, sind elektrische Wasserabscheider, die bestromt werden. Wenn der Kompressor anfängt zu pumpen, dann schließt das Ventil in den Wasserabscheider und wenn der Kompressor aufhört zu pumpen, schaltet das Relais ab und dann bekommen die keine Spannung mehr, die Wasserabscheider, das Ventil öffnet und die Luft, die oder die feuchte Luft, die schon entstanden ist, kann sofort entweichen und somit haben wir auch keine Probleme mit Wasser im Tank. Finde ich ganz cool, funktioniert auch richtig gut und hört sich auch echt geil an, macht ein echt cooles Geräusch. Und ja, ansonsten noch was zu beachten, ich bin gerade noch am Überlegen, verschränken mäßig war ja nicht, also auf 0 Bar ist jetzt wirklich vorne lenkbar und bis dahin, wo wir dann an unseren Sensor kommen, aber das ist alles ausreichend. Hinterachse haben wir jetzt noch ein bisschen höher genommen, dass er nicht ganz so tief im Dreck hängt. Also ist wirklich ein sehr schönes Fahrzeug und ja, dicke Plusleitung vorne vom Sicherungskasten ausgelegt, nicht von der Batterie. Sah auch nicht so schön, hätte mir selber nicht gefallen, wenn ich es in die Batterie geklemmt hätte, weil die haben eine 70 Ampere Sicherung dabei bei Crimes. Geht dann auch ordentlich durch den Innenraum und hinten an die Steuerung ran. Also so ein Tee, wobei nicht. Also sogar voll gesprayt! Aber übelst! Warum machen die das denn, ey? Geil! Ja, und dann die Steuerung vorne hat ja eine Kopfhörerklinke oder einfach nur einen Klinkenanschluss, kein Mini-USB oder so ein Kram. Und da habe ich einen 90-Grad-Klinkenanschluss bestellt, der dann. Da ist ein Magnethalter verbaut für die Lüftungsdüsen. Und da ist die Steuerung dran mit dem 90-Grad-Winkel, das wollte der Kunde so. Und es geht dann in die Lüftungsdüse rein, in den Innenraum und ist somit auch gleich vorne versteckt. Okay. Ja, ansonsten kann man das noch upgraden mit einem Bluetooth-Modul. Kostet glaube ich 35 Euro das in der Richtung, kann man das da übers Handy machen. Finde ich auch richtig cool. Und wie gesagt, Preis-Leistung. Wir werden es wiedersehen, denke ich mal. Wenn wir nochmal so ein Fahrwerk einbauen. Wie viele Minuten haben wir? 7 Minuten. 7 Minuten. Ich habe mich doch gut gegen kurz aber gefasst. Richtig gut. Richtig geil. Ich will hoffen, ihr habt es verstanden, wenn ich fragt. Wir haben noch ein paar kleinen Carbon hinten dran gehangen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und falls noch was einfällt, komme ich gleich mal wieder. Ansonsten gehe ich noch kurz ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen dieses Jahr. Ich habe euch lieb. Bis später. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne.
Yo. Yo. Mic check, mic check, yo. Ay. Slow dance, nigga. Ay. Shit, bitch, get up off my phone. You only like me cause I'm six, bitch. Your boyfriend talking shit, I ain't shy to send him the sticks, bitch. It's icy, so I guess we just gon' catch him when he slips, bitch. Thinking about the crib and all my whips, bitch. I feel like I'm trapped, like I can't move. I'm feeling boxed in, trying to navigate this fucking world in my black skin. Asking me these questions, I reply with, well, who's asking? Don't let nobody step in. I think I'm really floating, my soul is